ich sage es nicht das Problem, sondern ihr werdet es einfach über das Lied hören. Oh mein Gott. Ja, und wehe, du redest rein. Okay, ich mute mich mal. Nee, brauchst du nicht, aber trotzdem. Du kannst ja wenigstens lachen, wenn du es lustig findest. Wenn du es nicht lustig findest, dann weiß ich, wir sollten dieses Let's Play niemals veröffentlichen. Warte mal, wie war... Ach so, ja. Dieses Lied ist gewidmet allen, die dasselbe Problem kennen wie ich. Das Lied heißt... Onanier nicht in das Klopapier. Was zur Hölle? Ja. Es ist ein Lied bestehend aus 7 Strophen und... Hast du das selber gesungen? Hä? Hast du das selber gesungen? Wieso gesungen? Hä? Ich hab's erstmal aufgeschrieben. Ich werd's jetzt zum ersten Mal richtig singen. Geil. Pum, pum. Die müssen gleichzeitig... Geil. Das ist schlecht, wenn du das so machst. Du musst die... Dass die auch gleichzeitig wirklich dann... Weil der geht wieder raus. Der klingt aus. Haha. Soll ich das denn machen, dass sie gleichzeitig reingehen? Dann machst du erst einen halb und dann den anderen halb und dann... So macht man es jedenfalls nicht. Aber es müsste gerade bei dir gerade so noch reichen. Nee, eigentlich nicht. Gerade so. Aber trotzdem, so kommst du da nicht weiter. Jedenfalls, dieses Lied, ja, wie gesagt, 7 Strophen und... Die sind alle eigentlich bloß so 5-Zeiler, aber... Wieso sterbe ich jetzt? Weil das so ein schwuler Missgeburt ist. So, jetzt kannst du mal die Klappe halten. Okay. Jetzt singe ich. Warte mal, muss ich den richtigen Ton finden? Me. So. Mein Junge, ich sage es dir, Onanier. Doch bitte niemals mehr ins Klopapier. Es ist nicht dick, das musst du wissen. Ein Kamschott und es ist zerrissen. Willst du so eine Sauerei riskieren? War das schlecht? Hey, hallo. Sing weiter. Also, war's gut? Hab ich nie gesagt. Wenn's scheiße war, dann brauche ich nicht weiter singen. Sag mal. Ich sing einfach weiter. Gib Feedback, Mann. Mann, sing weiter sonst. Oder hast du nicht zugehört? Doch, aber sing trotzdem weiter. Ich will jetzt wissen, wie das Lied ausgeht. Ach so, okay. Warte, also die Strophen sind eigentlich immer nach einem bestimmten Muster. Und zwar, die ersten 2 Zeilen sind immer dieselben, aber die danach kommen, sind immer anders. So, und zwar, 2. Strophe. Mein Junge, ich sage es dir, Onanier. Doch bitte niemals mehr ins Klopapier. Wozu gibt es denn Taschentücher oder langweilige Bücher? Glaub mir, du wirst nicht daran grippieren. Und dann 3. Strophe. Mein Junge, ich sage es dir, Onanier. Doch bitte niemals mehr ins Klopapier. Spülst du es dann noch durch das Becken, dann bleibt es in der Leitung stecken. Pass lieber auf, dass sowas nicht passiert. Moment, Strophe 4. Mein Junge, ich sag es dir, Onanier. Doch bitte niemals mehr ins Klopapier. Wo deine Pornohefte sind, das weiß doch wirklich jedes Kind. Und am Bett gleich neben deiner MP4. Bereit für mehr? Ja, mehr. Okay. Mein Junge, ich sag es dir, Onanier. Doch bitte niemals mehr ins Klopapier. Du bist doch jetzt erst 7 Jahre, als ich in deinem Alter war, hab ich schon gerammelt wie ein wilder Stier. Moment, geht noch weiter. Die nächste Strophe ist mein Favorit. Mit der letzten zusammen. Wie auch immer. Mein Junge, ich rate dir, Mann, Onanier. Doch bitte niemals mehr ins Klopapier. Für dich so hässlich wie die Nacht hat der liebe Gott den Puff gemacht, damit doch du nicht selbst immer an dir rumhantierst.
Ja, okay, da waren die Worte ein bisschen verschoben, weil da konnte ich nicht so schnell lesen. Aber trotzdem, warte mal, und jetzt letztes Lied. Das ist der krönende Abschluss, muss ich sagen. Oh mein Gott, jetzt kommt. Das ist so ironisch. Hier, mein Junge, ich sag es dir, onanier. Doch bitte niemals mehr ins Klopapier. 1000 peinliche Wahrheiten könnte ich noch über dich verbreiten, doch ich will dich schließlich nicht diskriminieren. Fertig. Jo, das Lied auch. Passt doch. Was jetzt los? Nein, Antivirus! Antivir, das gibt's nur hier. Attack auf der Antivirus! Warte mal, das wäre auch noch ein. Moment, ich hab's gleich. Du kannst es wohl einfach nicht raffen, das Spiel ist jetzt nicht mehr zu schaffen, denn auf deinem Desktop erschien dir Antivir. Ey, mal ganz ehrlich, in den Comments möchte ich bitte noch ein paar extra gedichtete Strophen von den Zuschauern sehen. Ich meine, das Schema ist einfach. Mein Junge, ich sage es dir, onanier, doch bitte niemals mehr ins Klopapier und dann zwei kurze Zeilen, die sich reimen untereinander und dann nochmal was auf ihr, ihren oder ihrst oder ja, so ähnlich endet. Was halt sich mit den ersten beiden Zeilen reimt. So, wir haben jetzt noch ein paar Bosse. Jo. Wen wollen wir als nächstes? Du bist dran. Warte, ich muss mal gucken, wo sehe ich, welche Waffen sie... Warte mal, dann nehmen wir einfach mal... Gegen wen ist denn das jetzt gut, was wir jetzt bekommen haben? Warte mal. Gegen wen ist das gut? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, du hast auf jeden Fall schon die Waffe gegen Duff McWhalen. Was ist das denn? Der Wal, gell? Der Wal. Ja. Okay, dann machen wir den. Ach nein, verdammt! In die Stage muss ich so oder so zurück. Ich hoffe, ich bin schneller als du, ganz ehrlich. Weil die Waffe von dem ist gut, Duff. Damit man... Der ist aber gar nicht groß. Ach, das ist das mit dem fetten Kampfboot hinter mir, oder? Hä? Ja, genau. Ah, die Stage ist geil. Das Ding ist so krass. Krass. Und die Musik ist saugeil. Ich muss sagen, von allen Spielen, die ich jetzt gespielt habe, überhaupt, finde ich die Musik von Mega Man am geilsten. Na, das sowieso, ey. Das hat so einen krassen Sound. Track. Aber Mega Man an sich, meine ich jetzt. Ja, ich weiß. Weißt du, was du meintust? Help! Ich will ihn helfen tun. Na los, Hurensohn! Geh kaputt! Nein, tut es nicht. Oh, geil, ich hab jemanden gerettet. Ich auch. Nein, hab ich gefressen, geh raus! Ja. Spasti! Na komm, geh kaputt! Oh, ey, bei dir geht das so schnell kaputt, bei mir nicht. So, jetzt ist es putt bei mir. Also eins. Ach, ich spring da jetzt hoch. Ha. Und das ist immer noch nicht put. Manu. Weg hier. Boah, schnell. Mann. What the fuck? Jetzt ist es weg bei ihm. So, aber trotzdem hier. Der müsste noch einen Typen ausspucken. Der soll mal einen Typen ausspucken. Ja, diese große Waffe mit dem großen Schuss ist geil. Kommt wieder. What the? Ach, ich geh nach oben. Autsch! Das tut doch weh!